Ja, tut mir leid, dass das so einfach ist für dich. Ne? Ja. Ja. Dein Bruder kann schon ganz gut Englisch. Ja. Oh, ist das toll, Rassel? Du bist ja ganz aufgeregt. Du bist ja ganz aufgeregt. Die Rassel, ist die toll? Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Mein Nacken, der ist schon wieder noch besser geworden zu gestern. Ist immer noch ein bisschen steif, aber es ist schon wesentlich besser. Ja. Calvino hat Homeschooling und wie ihr mitbekommen habt, das ist so, also Englisch, es ist halt, wenn man das schon kann, dann ist es sehr langweilig. Ne? Also er ist ein bisschen genervt. Und ich bin hier mit Morli und hier ist ja immer so ihr Platz. Hier habe ich dieses Fell hingelegt und so und wer liegt da gerne drauf? Wer liegt da gerne? Der Smurfy, ne? Ja. Der liegt da gerne, aber den darfst du auch streicheln und so, ne? Der stört sich gar nicht daran. Er mag das, ne? Ja. Wir haben immer noch den Kamin an oder schon wieder den Kamin an, weil es ist immer noch so mega kalt nachts vor allem. 2, 3 Grad und dann kühlt es sehr runter hier, weil wir auch die Heizung aus haben. Und dann macht Bernd morgens immer den Kamin hier an. Und Calvino setzt sich immer sofort morgens davor, wenn er aufwacht, weil ihm so kalt dann ist. Aber stell dir vor, du würdest gar nicht können Englisch. Dann ist es auch voll demotivierend. Dann doch lieber zu einfach und du weißt, was zu tun ist. Die Maus. Die Maus. Hier kommt die Maus. Ja. So ist das leider mit der Schule, ne? Morli Popoli. Ja? Du hast gute Laune? Ja? Möchtest du die Füße abpusten? Ja? Ja? Haben wir heute Morgen wieder versucht, die Fingernägel zu schneiden. Das Murphy wird hier immer so getreten. Nicht getreten, mit der Hand so. Ne? Mit der Hand? Ja, mit der Hand triffst du ihn, ne? Ja. Aber er findet das toll. Er könnte ja weggehen, ne? Ja. Er könnte ja weggehen. Ja, erzähl du mal. Erzähl du mal. Oh, die Maus. Ja. Oh, du würdest so gerne erzählen, ne? Ja. Du würdest so gerne erzählen, du Maus. Groß geworden. Oh, bist du groß geworden? Bist du groß geworden? Ja. Bist du die große Maus? Die große Maus. Ja. So groß. Ein Riesenbaby schon bist du geworden. Hm? Oh, Ball. Sag mal, hi. Hi, da sind wir. Da. Oh, warte. Ja. Ach so, ich hab mich heute Morgen wieder gewogen und ich habe wieder abgenommen. Ich wiege jetzt 68 Kilo. Yay! Juhu! Ich hatte ja so wochenlang immer, wie war das denn? Immer über 70. So knapp über 70, aber nie darunter. Und mein großes Ziel war es, immer unter 70 zu kommen. Ja, so zur Info, die Kleine ist jetzt knapp über 3 Monate alt. Und dann hatte ich es endlich geschafft, war dann auf 69, ganz knapp drunter, ich weiß nicht mehr, 69,8 oder so. Und jetzt bin ich auf 68. Das ist jetzt innerhalb von 3, 4 Wochen oder so passiert. Da habe ich mich voll gefreut heute Morgen. Ja, vielleicht passe ich ja dann im Sommer doch wieder in meine normalen Sachen. Ich melde mich nachher wieder, weil Calvino hat Unterricht und immer wenn er aufzeigt, dann... Also das stört ein bisschen mit dem Vloggen. Ich melde mich nachher wieder. So, ihr Lieben, ich musste das abbrechen mit dem Vloggen, weil ich habe den Calvino total gestört im Unterricht. Ja, immer so, Mama, warte mal kurz, ich muss mal eben aufzeigen. Und deswegen habe ich aufgehört. Jetzt hat er... Nicht Pause, aber er müsste was machen, was er aber schon fertig hat, gell? Jedenfalls
hatten wir schon hier die Liste geschrieben, was es diese Woche bei uns zu essen gibt. Als kleine Inspiration für euch, bei uns gibt es heute Reste. Morgen gibt es aufgetautes, Gyrossuppe, Kürbissuppe aufgetautes. Und Erbsensuppe. Mittwoch bestellen wir was zu essen oder essen unterwegs, weil wir einen Arzttermin weiter weg haben. Deswegen ja, werden wir außerhalb essen. Donnerstag tauen wir Bolognese auf und Freitag gibt es dann die Reste davon. Samstag machen wir Pizza selber. Sonntag gibt es Currywurst Pommes auch selber gemacht. Und dann haben wir jetzt bis Mittwoch nächste Woche den Plan gemacht. Mittwoch fehlt uns noch, denn wir gehen immer mittwochs einkaufen. Und das ist dann immer voll doof, wenn wir von Montags bis Sonntags den Plan machen. Dann ja, wissen wir Montag, Dienstag, Mittwoch manchmal nicht so recht, was wir essen sollen. Deswegen bis Mittwoch, da gibt es dann Montag, Dienstag griechisches Gemüse. Und Mittwoch, wie gesagt, da fehlt noch, da müssen wir uns irgendwas noch einfallen lassen. Aber spätestens, wenn ich dann den Food hol, warum bin ich jetzt wieder so... unscharf. Spätestens, wenn ich dann den Food Haul am Mittwoch drehe, wenn wir einkaufen waren, dann wissen wir auch, was es nächste Woche Mittwoch zu essen gibt. Was kochst du uns denn Feines? Eine Gemüse. Ich bin gespannt. Der Salat ist ein bisschen schrumpelig, aber der schmeckt trotzdem. Ja, müssen nur die Nudeln noch weich werden. Ja, ja, ne? Die müssen noch weich werden. Ja, ist okay. Und riecht schon mal sehr lecker. Ja. Na, das sind jetzt hier so Yum-Yum-Suppennudeln, Paprika, ein bisschen Kartoffeln. Ihr wisst ja, der Calvino mag sehr gerne Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate. Zum Beispiel Nudeln mit Kartoffeln, Reis mit Kartoffeln, Reis mit Nudeln, sowas halt gemischt. Genau, und das kocht jetzt hier vor sich hin und nachher gibt es zum Mittagessen Reste. Wir haben wollten eine Soße auftauen und ich dachte schon, das ist wieder Bolognese, so wie immer bei uns. Aber es ist eine Bratensoße. Und dazu gibt es heute Knödel, Spätzle und Erbsen und Möhren. So, die Maus ist jetzt eingeschlafen. Ich kann jetzt kochen und genau, ich habe euch schon gezeigt, was es gibt. Smurfy runter. Geh mal runter. Da, wo mein Shake zeigen. Kann ich dein Shake zeigen? Der Calvino hat sich den mega leckeren Shake gemacht. Was ist da alles drin? Mandelmilch, Zucker und ich glaube Johannisbeere. Also halt auch so Tiefkühlbeeren. So. Ja, genau. Und die hat er hier. Oh, ein bisschen dunkel. So. Warte, die habe ich hier drauf gemacht. Im Mixer gemixt. Dass man das sieht. Wow, und frische Beeren. Sehr delikat. Schmeckt wirklich super lecker. Ja, und jetzt geht Homeschooling leider schon weiter. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Dass ich das Essen schon mal vorbereite. Und wenn der Bernd dann gleich kommt, dass wir dann schon mal essen können. Und ich habe hier für morgen Erbsensuppe tauen wir auf. Und Gyrossuppe tauen wir auf. Genau, weil wir haben auch ganz viel Brot, habe ich noch gebacken. Frisch gebackenes Brot. Das können wir dann damit dippen. Ich musste jetzt die Suppen umfüllen hier in so Schüsseln, denn ich hatte tatsächlich nicht genug Töpfe, um zu kochen oder um halt vorzubereiten. Die Tiefkühlsoße habe ich jetzt hier in den Topf gemacht, Erbsen und Möhren. Da kommt gleich einfach ein bisschen Mehl und Zucker dran, dann wird das erhitzt. Dann die Klöße, da kommt gleich einfach nur Wasser rein, wie man halt so fertig Klöße kocht. Und da werden die Spätzle drin gekocht und das habe ich jetzt einfach nur schon mal so weitestgehend vorbereitet, denn, oh, unsere Backofenuhr geht wieder nicht, die muss ich stellen. Der Bernd kommt, wie spät haben wir denn? 11:45 oder so, ne? Um 1 kommt er, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber dann ist es schon mal vorbereitet. Also, 11 Uhr. Ach so, hier diese Plätzchen, die sind voll toll. Ein bisschen groß hier, so vom Umfang, aber die sind nicht so lang wie die anderen, die wir gekauft haben. Die wir gekauft haben, die gehen teilweise bis hier zum Bauchnabel und die sind nur so, also die sind richtig schön von der Länge. Vielen Dank nochmals. So, Klöße.
Yes, soup. Oh. Yes, soup. Die Erbsen und Möhren, die machen wir immer so richtig so mit Mehl. Dann werden die so richtig schlonzig so. Das mögen wir total gerne. Alles am Köcheln. Die wollte ich eventuell noch ein bisschen andicken, die Soße. Ja, und die müssen ja nur ziehen, die fertigen Klöße. Die schmecken natürlich nicht so gut wie selbstgemachte, aber ja, ist halt so, ne, Zeitersparnis. Bist du gut da? Behandlungsgespräche. Oh, die Maus ist eingeschlafen. Wie es denn so ist, ne? Wie ist denn so ist hier? Wollte ich schon sofort weiterstellen. Ich glaube, die ist eingeschlafen. Der Staubsaugerroboter ist ausgegangen. Das habt ihr bestimmt gerade gehört, dass der auf die Station gefahren ist. Und dann wird die wach. Die wird wach, wenn der Staubsaugerroboter ausgeht. Aber jetzt schläft sie wieder. Okay. Ich hatte nämlich schon angefangen, in der Küche die Spülmaschine auszuräumen. Und ich mach mal eben meinen Stilltopf zu. Und dann ist mir aufgefallen, dass die untere Schiene in der Spülmaschine nicht richtig gespült hat. Da war nämlich so ein Kochlöffel unten so verkantet und man hat sich das unten nicht gedreht. Und deswegen sehen dann teilweise die Sachen so aus. Das kennt ihr bestimmt alle, ne? Das ist am ekligsten. Ja. Genau, und deswegen sortiere ich das jetzt gerade hier aus, was ich nochmal von Hand spülen darf und ja, wie auch immer. Genau, und dann räume ich hier alles weg vom Mittagessen. Ja, tada, tada. Ich wollte den Vlog nur noch beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.